Moin Moin, ihr Tischtennisspieler. Hier ist Knochen. Wer sonst? Niemand sonst würde hier freiwillig auf diesem Kanal irgendwas machen. Ich fahre heute den T60. Ihr seht, das ist ein sehr, sehr kleiner Panzer. Das ist übrigens ein leichter Panzer. Es gibt Leute, die haben den fälschlicherweise als Flakpanzer bezeichnet, nur weil er so schnell schießt. Aber er ist kein Flakpanzer, es ist ein leichter Panzer. Ich habe ein 2 cm Geschütz. Warum fahre ich jetzt diese Karre? Warum fahre ich jetzt einen Panzer aus dem Battle Rating 1.0? Ganz einfach. Kaiser Franz hat ja angefangen, jetzt auch hier wieder War Thunder zu spielen, überhaupt War Thunder zu spielen, und sie hatte erst vor kurzem, also als sie das letzte Mal gespielt hat, so, da gab es noch gar keine Panzer. Entschuldigung. Also hat sie sich dazu entschlossen, auch mal Panzer zu fahren, und da muss sie natürlich ein Setup finden, wo ich mithalten kann, damit sie nicht gegen die ganz Schlimmen antreten muss. Vorhin waren wir auch schon in Karelien, jetzt wollte ich das Ding mal zeigen. Wir sehen, ich habe schon eine Waldtarnbemalung hier. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe wirklich viele Abschüsse gemacht. Karelien ist natürlich echt ein bisschen schwierig. Wie siehst du denn hier? Ah, ja, ja. Du mich auch hier. Es gibt ja noch eine andere Seite hier. Ich habe blöderweise nicht geschaut, von wo ich starte. Ich habe eine relativ hohe Nachladezeit. Also die liegt bei 28 Sekunden unmodifiziert oder ungeskillt. Und bei 20 Sekunden, wenn man die Fähigkeit komplett geskillt hat. Das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Das sieht ja auch gut aus. Gut, ich sehe schon, ich sehe nicht durch, was ich hier mache. Ich weiß nicht genau, was ich machen will. Ich will eigentlich nicht da vorne. Vorhin sind wir genau von der anderen Seite, also gegenüberliegend gestartet, und da war es auch scheiße. Ich habe ihr gesagt, fahr mal irgendwie hinter diesen Felsen, und sie wurde komplett zerlegt. So, jetzt stehen wir natürlich blöd da. Da fliegt schon das erste Flugzeug. So, die haben schon wen umgeballert und der Strauch richtet sich wieder auf. Was ist das denn? Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, so, wir killen hier einiges weg, aber es reicht nicht, kriege ich hier auch nochmal wen, oder? So, jetzt blockieren wir uns hier alles schön. Ey, warum nicht? Ich sehe gerade, ich habe die Munition noch nicht gewechselt, ich wollte doch Panzerbrechner mit Leuchtspur und Brandsatz. Scheiße, der ist schon weg. Und ich sollte weg hier, hoppala. Denn ich habe noch nicht nachgeladen. Das ist ein T26, der könnte mich locker wegficken. Wo kommt er denn her? Digga, hier geht's ja schon mal ab. Noch kein Schuss abgefeuert und die Kacke ist am Dampfen hier, aber vom Allerfeinsten. So, genau das ist das, was ich nicht haben wollte. Scheiße, fahr weg, Mann. Fahr weg, fahr weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huh. Der Motorraum ist kaputt. Und ich bin auch weg. Jetzt hat man leider nur eine Spur davon wahrnehmen können, wie schnell der eigentlich schießt und was der wegfetzen kann. Ah, Mann, das ist scheiße. Ja klar, von hinten reingefickt. Was will man dazu noch sagen? Gustavo! So, das Match läuft ja wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit, aber pass auf. Ich mach erstmal den hier. Ich gebe in der Beschreibung an, wo ich die zweite Runde anfange, damit ihr euch das nicht alles hier angucken müsst. So, ich gehe mal in die Luft hier. Ich habe die Feststelltaste gedrückt, hier ist alles daneben. Zumindest den hier noch krieg. Brack. Flugzeug zerstört, okay. Hier ist er noch ein Sogo unterwegs. Wo ist denn der? Auch schon weg? Kann eigentlich sein. Der Vorteil hier ist natürlich, man kriegt relativ schnell auch die Panzer weggeschossen, wenn man nicht so fliegt wie ich. Ich wurde doch schon einiges schwer getroffen hier. Ich habe ja schon länger keine War Thunder Videos mehr gemacht. Ich habe auch eine ganze Zeit jetzt was anderes gespielt. Ich habe zwar jetzt welche hochgeladen, aber die sind noch älter. Die waren eigentlich vor dem letzten Patch. Jetzt haben wir schon Patch 1.5.9. So, mir fällt der Motor gleich aus. Wie man hört. Aber gut, ich habe überlebt. Leb ich noch? Ja, ich leb noch. Ja, er lebt noch. So, ich war jetzt hier lang. Ich habe schon wieder Artillery frei. Nicht zu lange warten. Bap.
T26, auch nicht schlecht. Hätte ich mir lieber davon ein Video machen sollen. Netter Doppelschlag auf jeden Fall. Der T26 ist ja idiotensicher. Da mache ich auch noch ein Video von. Ich hoffe, das läuft dann gut und nicht so scheiße wie das jetzt hier. Schlachtflugzeug, zu spät geklickt. Ich gehe nochmal in die Luft. Müsste ich mich irgendwo verbarrikadieren? Ich hoffe, ich bin relativ sicher bei dem Flakplatz, aber ich denke, da am Arsch, Alter. Ist das ein Chaika? Nein, das ist ein Chaika. Wo ist der Typ jetzt? Da haben wir einen Panzerjäger. T26. Keine Flagge sehen jetzt hier. Doch, Tetrak, aber den kriege ich nicht kaputt. Panzerkampfwagen, hier, komm her, Mann. Und wieder hoch. Puh. Früher habe ich Karelien gehasst und eigentlich, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber ich mag die Karte mittlerweile richtig gerne. Ich bin gerne hier. Ein paar Treffer gemacht? Ne. Upp, was ist hier los? Die sind ja schon wieder hier. Wow, zu spät reagiert. Ich habe gerade noch gesehen und denke mir, oh, komm rauf da. Dieses Landschiff werde ich auch noch vorstellen. Ich weiß nicht, ich finde den voll gekloppt. Den Panzer, aber ich bin ihn gefahren. Eigentlich habe ich mich ganz gut geschlagen damit. Ja, durch Zufall. Wo gucken wir eigentlich die ganze Zeit die Killcams an hier? Will keiner sehen. Also BT5 werde ich alle noch separat vorstellen. Ihr seht ja, das läuft auch richtig gut. Ist halt blöd, wenn man echt... Wieso? Ich habe eigentlich zu niedrig gezielt, aber ich probiere es nochmal. Hier zwischen direkt so... What the fuck ist da? Kurz vor Ende schießen sie mich noch weg. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Wie gesagt, in der Beschreibung gebe ich an, ab wann es dann weitergeht. So, Alter, haut rein. So, und die Karten werden nicht zwingend besser. Jetzt sind wir hier in Polen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man so einen Papierpanzer hat hier. Ich meine, gerade mal, der wiegt nicht mal 6 Tonnen. Nicht mal 6 Tonnen. Als Kaiser Franz neben mir gefahren ist, mit ihrem deutschen Panzer, dachte ich, scheiße. Und sie fährt ja auch schon klein. Was fährt sie denn? Ach, fuck, jetzt habe ich es vergessen. Panzer 3, glaube ich. Panzer 3, auch schon T, irgendwann, irgendwas in der Art. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich so mit mir selbst beschäftigt war. Und ja, da fiel's auf. Ihr Panzer wirkt so riesig und meiner so eigentlich wie, weiß ich nicht. Wie so ein Matchbox. Genau, wie so ein Matchbox. Oh, ich stehe hier auch scheiße. Hier zu stehen ist total bekackt. Denn ich werde nicht hier rüber zielen können. Ne. Müsste ich mich also hier so positionieren, dass mir jeder gleich eine reinfahren kann, du. Also ich muss weg hier. Das ist Pro Gaming, so gehört sich das. Hier runter oder... Wo ist der Henker hier? Das ist ja wirklich perfekt hier. Kann ich auch gleich sagen, bitte schießt mich ab. Offensichtlich kann ich hier nicht snipern, weil der Typ mir den Platz geklaut hat. Dabei könnte er locker da unten bestehen. Ich versuche jetzt also neben ihn zu fahren. Irgendwie sowas in der Art muss ich jetzt hinbekommen. Die Batterie frei, bringt mir jetzt nicht viel. Ich schaff's gerade mal zu A, aber ob ich da was treffe aus der Entfernung. Schwierig. Man sieht hier überhaupt nichts. Da. Oh, nee.
Ich bin einfach zu niedrig, wie man sieht. Im Vergleich so mit dem BT und mich hier. Jetzt hätte ich fast mal treffen können. Aber er verpisst sich hier. Ich habe gesehen, meine Artillerie hatte getroffen, aber hat er nichts kaputt gemacht. Das ist voll beschissen hier, solange keiner dazwischen mal vorguckt hier. Das war ja nicht mal eine Sekunde. Ich hatte keine Sekunde Zeit, den zu beschießen. Den hier könnte ich eventuell, aber ich weiß nicht. Das ist ein Schiff, ey. Vor allen Dingen, den kann ich schlecht durchbrechen. Also den kriege ich nicht so leicht kaputt. Ich werde jetzt runterfahren hier. Den wird wahnsinnig oben. Der Typ hat den besten Platz, aber ich glaube, auch an dem Platz hätte ich nicht mehr geschafft, weil ich einfach zu klein bin. Mein Tourette ist nicht hoch genug. Ich werde mal hier zwischenfahren. Meine Panzer ist so leicht, dass ich da nicht mal die Wände, ich kann nicht mal die Mauern einfahren, die sich hier aufzeigen. Hacker, alles klar, wir haben ja also einen Hacker. Laut Mister, ich überwache das Internet. The game is all hackers, alles klar, cool. Und ich dachte mir, siehst du, so gut wie ich spiele, ich muss ein Hacker sein. So, ich kann diesen Panzer nicht so zeigen, wie ich will. Das ärgert mich. Ich finde, auf weniger urbanen Karten ist er eigentlich besser. Da repariert schon einer. Ich habe keinen Bock, dahin zu fahren, denn ich wäre so schnell weg. Ich meine, ich so oder so, ich kann schnell wegfahren. Bringt mir nur nichts, wenn ich das gar nicht überlebe hier alles. Also irgendwie hier zwischen zu gurken. Wie seht ihr? Ihr seht, er ist ziemlich schnell. Oh, vor mir sind auch welche. Immer zusehen, dass man irgendwie mit Kollegen zusammen bleibt. Wenn man so einen kleinen Schnuppi-Panzer fährt hier. Wie sieht es denn hier zwischen aus? Weiter. Weiter! Warum versteckt er sich? Das ist kein gutes Zeichen. Und jetzt soll ich vorfahren oder was? Und die campen ja offensichtlich da. Aber ich muss mal was wagen hier. Tja. Da will man mal mutig sein, fährt der Scheiß weg. So, jetzt habe ich das ganze Magazin schon verbraucht. Er hat geschossen, okay. Oh mein Gott. Und ihr seht ja, wie lange der braucht zum Nachladen. Das ist eigentlich wirklich schlimm für so einen Panzer mit... Nee, ich gehe jetzt nicht in die Luft. Für so einen Panzer eigentlich mit so einem kleinen Kaliber. Artillerie ist bereit, aber und... gar nicht weg. Hab's vergessen. Gerade mal so die Gleiskette geäfft. So, und nachladen. Scheiß die Wand an, das dauert ewig. In der Runde davor übrigens war ich Platz 2. Habe ich jetzt nicht gezeigt. War aber tatsächlich so. Es ist natürlich nicht so schwierig, wenn man trotzdem, wenn man kaputt geschlagen wird und es gerade noch so schafft, am Leben zu bleiben, natürlich auch mal einen Abschuss macht. Oder zwei, drei. Ich muss schnell hier rüberkommen irgendwie. Ja, wenn man nicht von jedem Kack hier aufgehalten wird. Durch diese Mauer hier kann ich nicht fahren. Da bleibt er sofort stecken. Ich könnte mal gegenfahren, dann wird man sehen, dass er überhaupt nichts. Bup! Und so, siehst du, so sieht's aus. Krieg also den Scheiß nicht mehr kaputt hier.
Das feindliche Team hat alle Fahrzeuge verloren. Naja, wird wohl nicht mehr allzu viel passieren hier. Wenn ich hier nochmal gegenfahre. Whoop. Eigentlich ist er ziemlich cool, aber natürlich kann nicht jedes Match super, super sein. Und, oh scheiße, 15. Leck mich am Arsch, Mann. Whoop, und wieder festgehangen. Naja, was soll ich dazu sagen? Es ist eigentlich ein cooles Fahrzeug. Man muss sich halt nur dementsprechend positionieren. Und ich habe das jetzt eher so wirklich spontan hier aufgenommen. Ich wollte gar nichts aufnehmen. Ich habe das Spiel nicht mal aufgehabt. Aber irgendwie hat mich gejuckt. Naja, das ist dabei rausgekommen jetzt jedenfalls. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. 33% Aktivität, das ist immer so schlecht. Und ja, wie gesagt, doch, der Panzer ist geil. Fahrt das Ding mal. Macht richtig Laune. Also, bis demnächst. Ciao, ciao.